Die Kraftwerksbetreiber ließen sich, nachdem sie nun jahrelang ihr Geld mit klimaschädlichen Tätigkeiten verdient hätten, den Ausstieg noch einmal so richtig vergolden. Mein Name ist Philipp Overkamp, ich bin Rechtsreferendar und habe an der Bucerius Law School meine Doktorarbeit über Rechtsfragen des Kohleausstiegs geschrieben. Wie plant Deutschland den Ausstieg aus der Kohle umzusetzen? Im Bundestag wurde jüngst das Kohleausstiegsgesetz beschlossen, welches festlegt, dass in Deutschland ab 2038 keine Kohle mehr zur Stromgewinnung genutzt wird. Dass im Detail, also in der Regelungstechnik, gewissermaßen der juristischen Feinmechanik, außerordentlich komplizierte Gesetz differenziert ganz grundlegend zwischen Braun- und Steinkohle. Es gilt aber für beide Energieerzeugungsmethoden, dass unter gewissen Voraussetzungen Entschädigungen an die Kraftwerksbetreiber gezahlt werden können. Allein für die Braunkohle sind so über 4 Milliarden Euro vorgesehen. In der Presse stieß das auf erhebliche Kritik. Die Kraftwerksbetreiber ließen sich, nachdem sie nun jahrelang ihr Geld mit klimaschädlichen Tätigkeiten verdient hätten, den Ausstieg noch einmal so richtig vergolden. Seitens der Bundesregierung wurde dagegen schon bei der Vorstellung des Gesetzesentwurfs darauf verwiesen, es gäbe eine verfassungsrechtliche, also aus dem Grundgesetz erwachsende Verpflichtung, die Kraftwerksbetreiber für schließungsbedingte Verluste zu entschädigen. Das ist juristisch aber keineswegs so eindeutig. Ist der Staat zur Zahlung so hoher Entschädigung verpflichtet? Grundsätzlich muss man sich erst einmal klar machen, dass jede staatliche Beschränkung unserer Verhaltensmöglichkeiten, unserer Freiheit, einen Eingriff in Grundrechte mit sich bringt. Das gilt nicht nur für Bürgerinnen und Bürger, wie Sie und mich, sogenannte natürliche Personen, sondern eben auch für Unternehmen, sogenannte juristische Personen, zumindest solche, die nicht vom Staat beherrscht werden. Und dazu gehören eben auch viele Betreiber von Kohlekraftwerken. Wenn diese nun durch das Kohleausstiegsgesetz an der wirtschaftlichen Nutzung eines Kohlekraftwerks und damit ihres Eigentums gehindert werden, dann liegt eben ein Eingriff in das Grundrecht auf Eigentum nach Artikel 14 Grundgesetz vor. Nun ist aber nicht jeder Grundrechtseingriff automatisch verfassungswidrig. Vielmehr besteht die Möglichkeit, den Eingriff zu rechtfertigen, wenn er anderen wichtigen Gütern dient. Zu diesen Gütern zählt eben auch ein substanzieller Klimaschutz, der sogar von der Verfassung, nämlich von Artikel 20a Grundgesetz der Stadtzielbestimmung Umweltschutz, gefordert wird. Zwischen diesen Gütern, Eigentum und Klimaschutz muss jetzt abgewogen werden. Dabei ist natürlich auch das Gewicht der Güter im Einzelfall entscheidend und genau deshalb kommt es unter anderem darauf an, wie intensiv die wirtschaftliche Eigentumsbelastung der Kraftwerksbetreiber denn nun konkret ist. Eine übermäßige Belastung kann durch Entschädigungszahlungen ja gewissermaßen abgemildert werden. In der Debatte zum Kohleausstieg wird deshalb viel darüber gesprochen, ob Kraftwerksbetreiber trotz des Gesetzes noch die Chance hätten, ihre Investitionen in den Kraftwerkspark zumindest zu amortisieren. Allerdings sollte dabei auch aus einer rechtlichen Perspektive nicht unterschlagen werden, dass die kraftwerksbetreibenden Unternehmen Akteure in einem Wirtschaftsmarkt sind. Wenn Verluste bloß die Verwirklichung eines unternehmerischen Risikos sind, dann ist der Staat auf einer grundrechtlichen Ebene auch dann nicht für die Verluste verantwortlich, wenn ein Kausalzusammenhang zwischen Gesetz und wirtschaftlicher Belastung besteht. Ein Beispiel. Wenn ich heute viel Geld in ein neuartiges Nahrungsergänzungsmittel investiere, obwohl in der Presse schon diskutiert wird, dieses Mittel wegen seiner aufputschenden Wirkung als illegale Droge zu verbieten, dann verwirklicht sich im Falle eines tatsächlichen Verbots genau das Risiko, das ich sehenden Auges eingegangen bin. Die Möglichkeit des Verbots war ja ein Aspekt, den ich bei meiner Investitionsentscheidung hätte berücksichtigen können und auch müssen. Es leuchtet ein, dass ich das unternehmerische Risiko dann nicht nachträglich auf die öffentliche Hand abwälze und den Ersatz meiner Investition vom Staat verlangen kann. Anders wäre das gegebenenfalls zumindest, wenn das Verbot des Mittels völlig überraschend gekommen wäre. Der Kohleausstieg kam aber nun eben nicht vollkommen überraschend.
Die Energiewende wird mit der staatlichen Förderung erneuerbarer Energien schon seit über 30 Jahren vorangetrieben. Dass Kohle umweltschädlich und nicht die Ressource der Zukunft ist, ist wohl noch länger bekannt. Und wenn der Kohleausstieg erst jetzt kommt und nicht schon vor vielen Jahren beschlossen worden ist, dann liegt das nicht daran, dass der Gesetzgeber nun plötzlich normative Prämissen über Klimaschutz und Kohle verändert hätte. Es beruht auch schlicht auf tatsächlichen Marktentwicklungen, nämlich darauf, dass alternative Formen der Stromerzeugung, erneuerbare Energien, mittlerweile etabliert genug sind, um die Kohle großflächig zu substituieren. Vor diesem Hintergrund fallen erhebliche Teile der nun zu erwartenden ökonomischen Belastung der Energieversorgungsunternehmen in die private und nicht in die staatliche, grundrechtliche Sphäre. Das reduziert auch den grundrechtlichen Rechtfertigungsdruck, und zwar gerade bei der Abschaltung solcher Kraftwerke, die ohnehin schon lange am Netz sind. Auch wenn sich jetzt daraus keine für jeden Einzelfall, jedes Kraftwerk und jede Investition allgemeingültige Aussage ableiten lässt, gilt aus grundrechtlicher Perspektive wohl, dass bei weitem nicht alle Kompensationen, die nun gezahlt werden sollen, verfassungsrechtlich verpflichtend sind. Ist das Gesetz nun deshalb auch rechtswidrig? Aus Sicht des Grundgesetzes erst einmal nicht. Die Politik hat hier einen weiten Spielraum und das Grundgesetz setzt nur einen breiten rechtlichen Rahmen. Wenn keine Entschädigungen gezahlt werden müssen, lässt das nicht den Umkehrschluss zu, dass keine Entschädigungen gezahlt werden dürfen. Eine Zahlung aus ökonomischen oder politischen Erwägungen mag dem Wähler oft schwerer zu vermitteln sein. Sie wird von der deutschen Verfassung aber nicht grundsätzlich verboten. Allerdings bringt eine solche Art der Überkompensation europarechtliche Fragen mit sich. Nach den europäischen Verträgen ist es den Mitgliedstaaten nämlich verboten, finanzielle Beihilfen an die ansässigen Unternehmen auszuzahlen, wenn diese nicht vorher durch die Europäische Kommission genehmigt werden. Dadurch soll Protektionismus der Mitgliedstaaten unterbunden werden. Diese Genehmigung der Beihilfen durch die Kommission steht aber noch aus. Und deshalb hängt das Schicksal des deutschen Kohleausstiegs angesichts der nun gewählten Gesetzeskonstruktion weniger am Verfassungsrecht als vielmehr an der Entscheidung aus Brüssel.